ist eine höchst besondere Oper über eine Dame, die gelebt hat. Margaret Campbell, the Duchess of Argyll, war, wie ein Titel schon sagt, Duchess und eine Skandalfigur, also die meist fotografierte Frau des 20. Jahrhunderts für ihre Schönheit und Skandale bekannt und berühmt. Die Geschichte erzählt eigentlich ihren letzten Tage, natürlich mit Rückblenden aus der Vergangenheit. Und ich kann Ihnen verraten, da gibt es einiges, was interessant ist und erfahrenswert. Die Musik von Thomas Adès, Powder Her Face, ist in ein Wort sexy. Die Oper beginnt mit einem sehr rhythmischen Tango. Und dieser Tango vom Akkordeon und vom Streicher wird dann die weitere Szene immer uns begleiten, wird langsam sich entwickeln in eine neue Sprache. Die Effekte, die Thomas Adès produziert, sind immer nicht zufällig. Jeden Ton ist genau geschrieben, um zu beschreiben, was zum Beispiel die Kammerzofin da oben macht. Der Wunsch nach Idolen scheint ein, ja, ein humanes, ich nenne es mal, Problem zu sein. Also Menschen brauchen Menschen als Vorbilder, die sie nacheifern können oder die sie zum Träumen bringen können. Und im gleichen Moment brauchen genau die gleichen Menschen auch, dass diese Vorbilder von ihrem hohen Ross oder von ihrem Thron runtergerissen werden können. Und es hat nichts, also durch die Jahrhunderte, gibt keine Veränderung. Wir gucken fern, wir schauen auf Facebook und wir erheben Menschen zu Stars und lassen sie dann mit gleicher Liebe fallen. Also kann ich auf jeden Fall behaupten, dass die Oper sehr wohl relevant ist, nichts an Relevanz verloren hat, vielleicht ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite ist es natürlich unheimlich toll, dieser Figur zuzuschauen. Mit der Musik ihrer Geschichte ist fast wie ein Sog. Man setzt sich hin und glaubt kaum, dass jetzt Pause ist und rausgehen soll. Also kann ich sehr wohl für jeden ab 18 empfehlen.